Seite an Seite versetzen wir uns gleichsam in die Zukunft, Kinder. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Tassiomantie, die Kunst aus Teeblättern zu lesen. Tassiomatrie, die Kunst aus Teeblättern, die Zukunft zu lesen. Ja. Das ist etwas, das ich nicht beherrsche, auch wenn ich es beherrsche, ganz klar aus der Glaskugel zu lesen oder aber auch aus Hühnerknochen, also dem Werfen von Hühnerknochen, zukünftige Chartentwicklungen zu sehen. So wollen wir hier heute nicht über die Tassiomatrie, also das Teeblätterlesen, sprechen, sondern das Lesen aus Chartbildern. Denn ähnlich wie die großen weisen Vorherseher, so ist es uns bei der Elliott-Wave-Methodik auch durchaus möglich, mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftige Marktbewegungen zu sehen. Anhand dessen wir nämlich sehen, in welchem zyklischen Bereich befindet sich ein Wert, ein Index, eine Aktie, ein Rohstoff, ein Kryptowert, ist völlig egal was, wenn es einen Kurs hat, in welchem zyklischen Bereich befindet es sich. Und wann ist dieser Bereich energetisch erschöpft? Und wir erleben dann nach einer Aufwärtsbewegung eben eine Abwärtsbewegung. Mein Name ist übrigens Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKC Management. Herzlich willkommen. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, dass ich heute wieder über die Indizes spreche, denn es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir hier eine größere Korrektur erwarten, dann lassen Sie dem Video gerne ein Like da, dann kann es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten zeigen. Wenn Sie möchten, dass wir morgen ein Cardano-Video bringen, lassen Sie der Sache gerne auch ein Like da. Also starten wir los. Heute geht es um Folgendes. Und das ist jetzt kein alarmierendes Video, dass das gleich auch mal verstanden wird. Bitte achten Sie nachher auf den Chart und was ich Ihnen sage. Nicht jetzt irgendwie Crash oder Korrektur hören und dann gleich den Kopf in den Sand strecken oder so. Darum geht es nicht. Aber ich möchte heute, es ist der 15. September 2021, zum ersten Mal jetzt mal ganz klar erwähnen, weil ich das immer gesagt habe, es ist mir auch ein Anliegen, wenn ich hier Mehrwert gebe, dass ich auch Wochen und Monate im Voraus Bewegungen ankündigen möchte, sodass die Marktteilnehmer sich langfristig damit beschäftigen und vorbereiten können. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wie ich meine. Dann kommt es nämlich nicht wieder überraschend, wie damals für viele zum sogenannten Corona-Crash oder dann im Oktober, kurz vor der US-Präsidentschaftswahl im letzten Jahr. Es für viele überraschend kam, als dann der Dow Jones, ich meine, es waren in der Spitze ungefähr 11% abgegeben hat. So sehen wir in den nächsten Monaten auch eine größere Korrektur auf uns zukommen. Mit größerer Korrektur meine ich, dass wir hier uns im Bereich von 10-15% Gesamtmarktabgabe, also auf die Indizes betrachtet, runterkommen könnten. Dafür müssten wir davor nochmal stärker steigen. Wir sind also nach wie vor bullish. Jetzt hier das bitte verstehen, was ich sage. Wir sind übergeordnet ohnehin sehr bullish. Wir sind kurzfristig bullish. Wir sind mittelfristig auf Sicht der nächsten Monate, der nächsten 2-3 Monate bullish. Dann wäre es aber, weil wir hier verschiedene Kaskaden, verschiedene Wellenebenen schon auf einer höheren Ebene aufgebaut haben. Das heißt, der Markt hat, wenn wir das als Energie einer Batterie betrachten, hat der Markt schon von seinem Gesamtenergieverbrauch bis er, also in der Aufwärtsbewegung, schon einiges verbraucht. Jetzt kommt aber noch etwas und dann muss die Batterie wieder geladen werden. Laden ist quasi, wenn der Kurs runtergeht, lädt sie, bis sie wieder sich stark gefüllt hat, bis die Indikatoren von den überkauften Zuständen wieder zurückgekommen sind in einen Normalbereich. Vergleichen Sie das, deswegen versuche ich auch immer, das bildlich zu machen, mit einem längeren Ausatmen, um dann wieder einatmen zu können. Und wir sind jetzt eben, wie wahrscheinlich alle, wir uns da alle einig sind, wir sind in einer ganz langen Einatmungsphase gewesen jetzt, eben die letzten Monate eigentlich schon von, wenn wir das mal insgesamt betrachten, von letzten Oktober, also Oktober letzten Jahres, das ist jetzt quasi ein Jahr, dass wir hier einen massiven Anstieg haben. Und jetzt brauchen wir eben wieder in den nächsten Monaten ein Ausatmen. Das sehen wir auf uns zukommen. Wir werden Sie da grundsätzlich informieren dazu, dass wir dieses Top möglichst abfangen und hier nicht Leute ins offene Messer reinlaufen. Noch ist es aber nicht so weit. Wir schauen uns jetzt einfach mal die 3 US-Indizes an, die wir analysieren. Das ist der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P 500.
Diese sind aber nicht gleich zu bewerten. Also wenn Sie jetzt das gleich sehen, dass ich das bespreche, dann sagen Sie bitte nicht, oder manche werden es trotzdem schreiben, ja, aber beim einen sehen Sie den erst noch mehr steigen und beim anderen runtergehen. Ja, diese, wir betrachten jeden Markt komplett einzeln. Das heißt, wenn wir sagen, der Nasdaq korrigiert jetzt etwas weiter und der Dow Jones steigt jetzt direkt als Beispiel, dann ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches, weil wir solche Sachen ständig sehen. Wir haben es erlebt in den letzten Monaten, dass der Nasdaq korrigiert hat, während der S&P 500 und der Dow Jones weiter nach oben gelaufen sind. Bitte deshalb immer jegliche Märkte einzeln betrachten, auch wenn Sie denken oder man Ihnen gesagt hat, dass diese ganzen Märkte korrelieren. Nein, sie korrelieren nicht. Ja, das ist teilweise phasenweise so und dann wiederum nicht. Und wenn es manchmal nur so ist und manchmal nicht, dann ist es keine Regel. Und wenn ich keine Regel daraus machen kann, dann kann ich nicht sagen, die korrelieren die ganze Zeit. Also wir starten durch, ich habe jetzt genügend gelabert. Als allererstes mit dem S&P 500. Der S&P 500 ist eigentlich am weitesten von den drei US-Indizes. Das bedeutet, der hat wellentechnisch den weitesten Weg schon hingelegt. Also auch was sein Korrekturpotenzial angeht, hat er schon am stärksten korrigiert von allen drei Werten. Ich spreche jetzt imminent auf Sicht der nächsten Wochen. Ja, hier bitte ganz genau zuhören, was ich meine, sonst werden hier Fehlentscheidungen getroffen. Wenn Sie grundsätzlich keine Fehlentscheidungen treffen wollen hier und irgendwas falsch verstehen, dann können Sie gerne unsere täglichen Updates zum S&P 500, Dow Jones oder Nasdaq nutzen. Die kriegen Sie täglich zugeschickt. Dort setzen wir die Zielbereiche, die ich jetzt demnächst besprechen werde. Schicken Ihnen Informationen, wenn Sie diese nutzen wollen, wo Sie einsteigen können, wo Sie einen Stop setzen können, um Long-Positionen auf steigende Märkte oder, wenn es sein muss, auch Short-Positionen auf fallende Märkte setzen zu können. Das Ganze gibt es unter www.hkcmanagement.de zu buchen. Also starten wir los. S&P 500, 144 Minuten Chart. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier eigentlich diese Abwärtsbewegung schon gesehen. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir hier bei 4.424 wahrscheinlich den Bottom, das bisherige Tief drin haben und wir uns jetzt erstmal wieder nach oben bewegen. Entweder längerfristig oder mit einer Alternative dann nochmal runterkommen. Das ist aber nur die Alternative zu aktuell 35%. Ich lese da gerade mal ganz kurz draus vor. Der S&P 500 ändert im gestrigen Handels nochmal die Pläne und läuft direkt ein neues Tief an. Deswegen sagte ich schon, der S&P 500 ist vom Korrekturpotenzial bereits am weitesten gelaufen von allen drei Indizes. Damit gestaltet sich die Lage nun wie folgt. Entweder, das war es jetzt mit der Korrektur, oder wir sehen nach einer Gegenbewegung, das ist das, was Sie jetzt mit dem grünen Pfeil nach oben sehen, nochmal weitere Tiefs in der Region von 4.390 Punkten. Das ist zu 35% Wahrscheinlichkeit. Ohne zu viel Verwirrung zu stiften, die könnten auch direkt angelaufen werden, ohne weitere Gegenbewegung. Also wir könnten auch den tieferen Bereich, den Sie mit der gestrichelten Linie jetzt gerade auf dem Chart sehen, jetzt schon anlaufen. Das würde dann aber bedeuten, dass die nun jetzt erfolgende Zwischenkorrektur vorbei wäre und wir würden dann direkt eine gelbe Box, also einen Long-Zielbereich hinterlegen. Das Ganze läuft letztendlich auf dasselbe Ergebnis heraus. Der Markt darf in Summe keine Kurse mehr unter 4.347 Punkten ausbilden. Sonst kann nicht mehr von einer direkten Aufwärtsbewegung ausgegangen werden. Sobald sich hier wieder ein Impuls ausbildet, werden wir einen Zielbereich auf den Chart bringen und neue Longs aufzubauen. Longs bedeutet Long Trades, Long steigende Kurse, Short fallende Kurse. Wir nutzen dabei das Handelsinstrument CFD, um das umzusetzen. Wir handeln dabei den S&P Future Markt, den aktuellen Future Kontrakt. Das ist auch für S&P 500, Dow Jones als auch Nasdaq. Analysieren und handeln wir jeweils die aktuellen Future-Kontrakte. Wenn es dazu Fragen gibt, schreiben Sie uns gerne an unter info@hkcmanagement.de. Also wir halten damit also fest, tiefere Notierungen können aktuell nicht ausgeschlossen werden. Ideal wäre aber ein direkter Abschluss der Korrektur auf Basis der gestern ausgebauten Tiefs. Bedeutet, dass wir hier dann das Potenzial hätten, wenn wir direkt durchziehen, auf die 4.620 hochzugehen. Das werden wir die nächsten Tage sehen. Wir werden das auch in den täglichen Updates die nächsten Tage genau beobachten. Wir werden dann auf Sicht der nächsten Handelstage bis Handelswoche einen Zielbereich hinterlegen, um dort Long-Positionen einzugehen. Wir werden dazu einen Stop benennen, um diese also auch abzusichern. Und dann kann man die Long-Seite weiter bespielen.
Alles, was ich Ihnen jetzt vorher gesagt habe, mit der größeren Korrektur von 10-15%, ist das, was wir nach diesen Aufwärtsbewegungen sehen. Diese Aufwärtsbewegungen können sich ins Ende des Jahres, bis ins Ende des Jahres noch reinziehen. Und dann roundabout um den Jahreswechsel werden wir uns auch immer intensiver damit beschäftigen, wie wir unsere Positionen absichern. Übrigens auch in den DAO und DAX 30 Aktien absichern, Gewinne mitnehmen, Positionen mal wieder ausdünnen, die ganzen Gewinne durch die Long Trades, die wir aufgenommen haben, quasi zu realisieren, und dann gibt es die Möglichkeit, theoretisch zu shorten, ganz klar für die Risikofreudigeren, die das machen möchten, oder eben auch hier abzuwarten, solche Abwärtskaskaden, also solche Kurzcrash, starke Korrekturen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, ergeben sich einen sehr kurzen Zeitraum. Das heißt, die brauchen nicht viele Monate, sondern dann klackert es mal wieder runter. Wir haben das die letzten Jahre wohl alle erlebt, wie schnell das geht, und du bist ruhig hier. Wir haben es in den letzten Jahren alle erlebt, wie schnell das geht. Also das ist nicht kein großer Zeitaufwand. Sie haben also zwei Möglichkeiten, ob Sie das dann entweder von der Short-Seite bespielen oder ob Sie unten einfach weiter Ihre Position aufbauen. Ich werde wahrscheinlich Letzteres tun. Wir kommen zum nächsten Markt. Dow Jones. Ja? Danach besprechen wir den Nasdaq. So, Dow Jones, auch 144 Minuten Chart. So, im Dow Jones Situation ein bisschen anders. Aktuell könnte es das jetzt bereits gewesen sein. Deswegen habe ich Ihnen hier diese gelbe Box nochmal extra reingezeichnet. Wir haben hier noch keinen Zielbereich hinterlegt. Das ist auch noch zu früh. Ich möchte Ihnen das so nur zeigen. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier uns in der C-Welle befinden. Diese könnte jetzt hier im Bereich von 34.494 Punkten, also aufgerundet 34.500 Punkten, bereits zu Ende sein, die Korrektur. Und wir starten von hier aus durch. Wenn das der Fall ist, werden wir auch hier noch einen Zielbereich hinterlegen. Noch ist es zu früh am heutigen Tag. Wir wollen hier immer ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Wir wollen Momentum, das sich aufbaut, stärkeres Volumen, das in den Markt reinkommt, dass wir mit unseren Indikatoren, die wir im Hintergrund haben, ein besseres Bild haben, Ihnen also aus Überzeugung und mehr Sicherheit hier etwas geben, anstatt wie viele Leute, die sehen jetzt dieses Video und, der Herr Hopf hat irgendwas gesagt, okay, Hebel 20, Zertifikat, ich gehe jetzt hier mal long und heule dann rum, wenn es nicht funktioniert hat. So, ich sage es einfach nur so ehrlich, wie es ist, bei manchen Leuten ist es einfach so, bitte das nicht verwechseln, wie wir das machen, wir gehen hier strategisch rein und noch ist es nicht so weit. Ich lese auch hier mal ganz kurz vor, um was es jetzt hier wichtigerweise geht. Der Dow Jones, der seine Korrektur zwar sicher auch schon eher gemütlich angeht, bis um 34.035 Punkte herum sollte es hier noch gehen, bevor ein Tief hinterlegt wird und die Korrektur abschließt. Ja. Schauen Sie auf den Chart, da sehen Sie auch, die 34.035 Punkte ist das 78,6er Fibonacci. Das wäre der Optimalbereich, um so eine Korrektur abzuschließen. Deswegen ist das hier auch das Tief der Welle C. Sie sehen, der rote Pfeil mündet dann in den grünen Pfeil. Ja. Das ist der Optimalbereich, aber theoretisch könnte es das jetzt auch schon gewesen sein. Gefolgt werden sollte diese Bewegung dann von Anstiegen bis über 35.547 Punkten. Wir hätten dann quasi roundabout, wenn wir hier in den Optimalbereich runterkommen, im Anschluss danach 1.500 Punkte Potenzial nach oben. Wie ich meine, doch recht interessant für einen Long Trade. Auch hier, wir werden einen Long Trade hinterlegen, wir werden Zielbereiche nennen, wir werden Stops nennen und dann werden wir diese Position möglichst geschickt handeln. So, also, wie gesagt, gefolgt von Anstiegen bis 35.547, was neue Allzeithochs bedeutet. Also auch hier ganz klar, wir erwarten neue Allzeithochs. Wir sagen noch nicht, die Korrektur, die große Korrektur, von der ich spreche, beginnt bald. Erst neue Allzeithochs, die wollen wir mitnehmen, noch profitable Trades auf der Long-Seite, bevor wir uns dann näher mit einer größeren Korrektur befassen. Insgesamt rechnen wir mit Abverkäufen bis um die 34.035 Punkte, das sogenannte 78er Fibonacci, und anschließenden Anstiegen über 35.557. Wenn Sie sich das also selber roundabout grob ausrechnen, haben wir ein Potenzial nach oben von 1.500 Punkten. Diese 1.500 Punkten wollen wir noch nutzen. Es könnte auch sein, dass wir bis dahin, bis wir diese erreicht haben, nach oben nicht nur diesen einen Zielbereich, den wir jetzt in den nächsten Tagen hinterlegen werden, sondern noch einen zweiten Zielbereich in den täglichen Updates hinterlegen, sodass man dann noch eine weitere Position aufstocken kann, um hier eben mit einem größeren Hebel reinzukommen. Diesen größeren Hebel sollte man, wer sich damit Trading besser auskennt, nicht von Anfang an gleich handeln, sondern erst später aufstocken. Ja, Positionen aufstocken, quasi strategisch den Break-Even, das Chancen-Risiko-Verhältnis durch die Stop-Ziehung anzupassen, werden wir dann alles besprechen in den Updates.
Also jetzt zum dritten Wert, der für viele wahrscheinlich interessant ist, der US-Technologie-Index Nasdaq. Schauen wir uns hier den Chart an, das ist der Nasdaq 4-Stunden-Chart. Auch hier ein bisschen anderes Bild. Warum? Der Nasdaq, sehen Sie, ist insgesamt noch nicht so stark zurückgekommen. Ja? Der hat also somit von seinem Gesamtkorrekturpotenzial mehr Platz nach unten noch. Auch hier, ich habe hier extra nochmal hier dieses schöne, dicke, diesen schönen, dicken Koffer hier reingemacht in Gelb. Auch hier, wir könnten hier runterkommen. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder wir drehen hier direkt in der Alternative ab zu 40%, gehen hoch. Das wäre das bullischste Bild aktuell. Dann würden wir danach aber im Bereich der 15.918 Punkten von dort stärker korrigieren, oder wir werden diese Korrektur, dieses Ausatmen des Kurses jetzt gleich ausbauen, werden auch hier den Zielbereich hinterlegen, etwas tiefer zurückkommen. Das könnten dann entweder die 15.034 Punkte direkt sein im Nasdaq oder aber deutlich tiefer nochmal bis 14.656. So, ich lese auch hier nochmal vor. Die Alternative kann sich weiterhin im Chart halten und verzeichnet damit immer noch die 40% Wahrscheinlichkeit. Erst ein klarer Abfall unter 15.306 Punkte wird dies ändern. Es wäre da auch ein Tagesschluss unter diesem Level abzuwarten. Grundsätzlich, das sagen wir ja immer, wenn Level unterschritten werden oder überschritten werden, dann sagen Leute ja, wie lang oder ist es nachhaltig oder einfach nur einmal berührt. Nein, wir gehen immer von Tagesschluss aus. Manchmal sogar von Wochenschluss und dann schreiben wir das aber in die Updates rein. Es wäre da auch ein Tagesschluss unter diesem Level abzuwarten, um die Alternative dann wirklich vom Chart zu nehmen. Das heißt, die Alternative, dass wir direkt bullish durchstarten. Ja? Die Alternative wird dann runtergenommen werden, wenn wir diesen Bereich unterschreiten. Und dann haben wir ein ganz klares Bild, dass wir hier tiefer runterkommen. Ansonsten sieht das primäre Szenario aktuell die Fortsetzung der Korrektur vor und wir werden bei einem Unterschreiten von 15.306 Punkten den nächsten Zielbereich auf den Chart bringen. Ob wir dann die 15.034 Punkte unterschreiten, muss noch abgewartet werden. Also auch hier, wir werden den nächsten Zielbereich auf den Chart bringen. Wir erwarten danach roundabout, kann man sagen, je nachdem, wie tief wir gehen. Wenn wir hier also schon bei der 15.034 die Trendwende vollziehen, würden wir da den Zielbereich hinterlegen, dann haben wir ungefähr ein Potenzial von dem Nasdaq 1000 Punkten auf der Oberseite. Ja, das ist etwas geringer, das Potenzial, als beim Dow Jones, ist aber auch normal, weil einfach die Punktehöhe des Indexes nicht so groß ist und somit kann er nach Punkten auch nicht solche großen Bewegungen machen. Wir erwarten also aktuell hier im Dow Jones ca. 1500 Punkte Potenzial für einen Long Trade, im Nasdaq ca. 900 bis 1000 Punkte Potenzial für einen Long Trade. Und im S&P 500, das möchte ich Ihnen auch noch kurz sagen, im S&P 500 sollten wir vom aktuellen Bereich hochkommen, das wären ja die 4424 auf die 4580, da wären wir bei roundabout knapp 200 Punkten. Ja, jetzt werden Sie vielleicht denken, oh, das ist ja viel weniger, klar, aber Sie handeln den ja auch mit einer anderen Kontraktmenge, den S&P 500. Der S&P 500 kann ja viel kapitalärmer gehandelt werden. Ich schätze, Sie verstehen das wahrscheinlich, wenn Sie den S&P 500, der eine geringere Punktevarianz hat, also eine geringere Volatilität in Punkten gerechnet, und Sie handeln den mit einem Kontrakt, dann können Sie diesen deutlich mit weniger Kapitalhandel, weniger Risiko, wenn Sie ausgestoppt werden, als beispielsweise den Nasdaq oder den Dow Jones, ja, weil diese Werte sich punktemäßig viel stärker bewegen. Wenn Sie also in den Stop laufen, werden Sie wahrscheinlich mehr Geld verlieren. Gleichzeitig, wenn Sie diese volle Bewegung ausnutzen, können Sie natürlich damit theoretisch bei der gleichen Kontraktgröße auch mehr Geld verdienen. So, ich hoffe, ich konnte das hier verständlich erklären und Ihnen einen Ausblick auf diese drei US-Märkte geben. Sehr, sehr spannend. Für wen das zu viel Zahlendrescherei war, soll einfach nur gesagt sein, wir bereiten uns hier bei allen drei Märkten auf Long Trades vor, also die Oberseite, den weiteren Anstieg der Märkte mitzunehmen. Wir werden diese Long Trades in den nächsten Tagen, sobald wir hier ein klares Bild haben, hinterlegen, werden die an die Abonnenten rausschicken und dann können die Leute selbstständig Positionen hinterlegen. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen gefallen. Wenn ja, lassen Sie der Sache gerne ein Like da. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.